Und damit ein Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück. Falsche Tasse. Hier bei mir. Mit dabei immer noch der Wiesel für diese Woche. Ja, guten Abend. Ja, und nochmal auf Deutsch, bitte. Hada. Achso, okay, jetzt habe ich verstanden. Gut, ich nicht. Gut. Ist ja schon mal praktisch, wenn du wenigstens was verstehst. Ja, wenigstens er, dann muss er was verstehen. Ja, definitiv. Ich bin gerade im Überlegen, die Saatbett-Kombi verkaufen. Mhm. Ja, dann kommt die große Sämaschine kaufen und oder leihen gerade. Hm. Dann kommt aber die Frage. Ich brauche erst einen zweiten Schlepper mit Minimum 200 PS. Mhm. Und der kostet mir eben 211.000. Hm. Ich könnte aber Kredite aufnehmen. Hm. Würde das Sinn machen? Das ist die Frage, ja. Eigentlich ja schon, ne? Ja. Werde ich es im Nachhinein bereuen? Eigentlich ja schon. Eigentlich ja, ja. Macht nix. Wird trotzdem gleich gemacht. Gut. Der Trecker gekauft, die Sämaschine gemietet. Muss ich gleich die andere Sämaschine nur leer machen, dass man das Saatgut wenigstens nicht verschwenden. Mhm. Das wäre ja nicht so toll. Ja, wäre von Vorteil, ne? Mhm. Hui. Ui. Steht mich ja schon wieder so ein blöder Abfahrer am Weg, du. Tja, wer den Bus da wieder hingestellt hat. Ich fahre nicht, Hust. Du brauchst gerade keinen, ne? Nö, noch nicht. Gut. Dann stelle ich den einfach hier unten hin, wenn du dann gleich wieder runterkommst. Kannst du einfach dann mal drüber fahren. Ja. Das ist eine Idee, das mache ich. Ich weiß, dass ich Ideen habe. Manchmal sogar gute. Ja, in der Tat. Manchmal sogar gute Ideen. Manchmal ja. Stört dich ja nicht, MF zu fahren, oder? Nein. Gut, sonst hättest du auch verloren gehabt. Jetzt hättest du den Case nehmen müssen. Ach so. Ich meine, diese Leistungssprünge bei den Sämaschinen ist ja teilweise echt ein bisschen krass, ne? Krass, ne? Ich weiß, eine 9 Meter Sämaschine macht Arbeit, ja. Oder 6 Meter, was hart. Die macht auf jeden Fall mehr, braucht definitiv mehr Leistung wie eine 3 Meter Saatkombi. Ja, aber das ist mal eben ein Unterschied von was weiß ich, 150 PS, glaube ich. Mehr oder minder. Okay. Betonung auf mehr oder weniger. Da habe ich hier gerade noch einen Trecker stehen, um die leer zu machen? Natürlich nicht. Doch, den Fiat. Boah, der Fiat ist ja eigentlich so der fast der optimale Hoftrag, ne? Jo. Fehlt nur ein Frontlader. Aber es gibt ja einen kleinen Traktor mit Frontladeranbau, ne? Ja. Eine von den neuen Marken. 40er Nummernschild, da kannst du aber kannst du halt einen Frontlader dran klatschen. Und hat ein 50er Nummernschild. Auch nicht schlecht. Ja, gut, ne?
Hat ja was. Ja. Gut, 18.000 sind jetzt nochmal so reingekommen. Und jetzt, ups. Ja, Speicher. Ja, ich hab's hin. Und jetzt kommt der Teil, der wehtun wird. Das könnte sogar eventuell gerade so hinhauen. Oh. Eventuell und gerade so, ne? Yikes. Also wenn die Sämaschine jetzt über 18.000 in der Miete kostet, habe ich dann verloren, ja. Nein, die kostet noch keinen. Ich wollte gerade sagen, die kostet noch keine 18.000. Ja, das wäre schön. Und sie hat 6 Meter. Die Leimer uns. Ja, mir blutet das Herz. Das ist so, mein Herz brennt zum Advent. Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Ich weiß, bist du. Richtig. Ich glaube, das hat jetzt mittlerweile dazu verstanden. Quatsch, die neuen Abonnenten. Ich denke immer an die neuen Abonnenten. Ach so, stimmt ja. Die unzähligen Tausend. Ja. 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 Nein. Wie jetzt? Nicht wirklich. Oh, schade. Warum musste die Illusion so kaputt machen? Ist vertraglich so festgelegt. Ach so. Okay. Ja, hättest du deinen Vertrag mal gelesen, ne? Ja, scheiße. Immer diese viele Schwirre, schwarze Schrift. Da war so viel zu lesen. Ja, viel zu viel. Echt, ey. Oh, scheiße. Ja, kannst du laut sagen. Hey, aber nicht drängeln. Oh, kein Stress da hinten, ne? Ich kann nicht schneller. Ich bin schon auf dem Gaspedal durchgetreten. Ich würde jetzt aber nach rechts wegfahren, ne? Ja. Denk mal, da kommt eine Kante. Ja, ja, ich mal. Die ich noch mit Stein verkleiden muss. Damit das wenigstens aussieht, als wäre sie verstärkt. Abbruchsicher. Ja, genau, so nett. Ey, ich meine, ich könnte den Grünstreifen hier oben auch verbreitern und hier auch noch einen Zaun setzen. Könntest du? Aber ganz ehrlich, wenn so ein Mähdrescher gegen so einen Bretterzaun fährt, ne? Dann ist vorbei. Mit dem Bretterzaun. Ja, definitiv. Hui! Hui! So, die Fahrzeuge deiner Nichtwahl stehen am Ende. Ah, okay. Beides. Beides sogar. Beides. Sehr schön. Saatgut weiß ja, wo du kriegst. Eine Palette steht noch am Zaun entlang. Okay. Nicht vergessen aufzunehmen. Mhm. Boah, du hast dasselbe Problem sonst. Oder du machst das wahrscheinlich auch so, wenn du Maschinen austauschst, leer machen und die, ja. Und die Big Packs als erstes verbrauchen, damit die nicht überall rumstehen. Genau. Also, sonst gehst du ja ein. Mhm. Dann, dararan, dann, dann, dann. Ich werde mich dann gleich an die schwere Aufgabe tun. Oh, Rüben und Kartoffeln hoffentlich für einen halbwegs guten Preis zu verkaufen. Okay. Weil hier auf den Feldern standen Rüben und Kartoffeln. Hm. Und ich hoffe, dass ich die für einen halbwegs guten Preis loswerde. Naja. Aber vorher muss ich noch zu Ende durchstimmen. Sonst schreist du gleich, der Trecker ist ja der Weg. Ja, könnte passieren. Ich weiß. Der Deutsche steht da im Weg. Was du alles weißt, ist ja Wahnsinn.
Das ist der blanke Horror. Ja, so auf der Art. Ey. Ey. Was tust du da? Ja, ich versuche hier die Kurve zu nehmen, aber komm nicht rum. Was ist das? Naja. Da hilft nur eins, ne? Mhm. Rangieren, rangieren. Sieht aber interessant aus, dass du das vollziehst. Naja. Glaube ich dir sogar. Hast du doch bald. Oh. Alles. Das alles und noch viel mehr. Genau. So und anders. Aber hallo. Aber Thomas, ne? Anders. Ja, ja. Einen anderen anders können wir nicht. Oh, Alter, nein. Nein. Die werden immer schlechter. Ja. Warum, Wiese? Warum? Keine Ahnung. Weil wir sind. Muss daran liegen. Ja. Was anderes könnte ich mir nicht vorstellen. Nee, nicht so richtig. Und irgendwann muss ich mal gucken, dass ich Hallen kriege. Ja. Achso, warum fahr ich denn mit dem? Brauchst du jetzt ja nicht mehr. So, nice. Verstehen? Verstehen? Ja, der MF. Ja, ne? Kann man doch mit arbeiten. Oh ja. Und auch mit der Sämaschine. Ja. Brauchst dich nicht mit der Saatbett-Kombi wie gestern rumschlagen. Oh Gott, nein, bloß nicht. Obwohl, das war ja die Kuhn-Saatbett-Kombi, ne? Ja, also ich wollte Speichern ausmachen. Wollte ich. Was sehen wir denn Feines an? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Ich meine, unser Lager schreit nach Weizen, nach Raps, nach Sonnenblumen, nach Sojabohnen, nach Mais, das schreit nach allem. Naja, Also du hast die Auswahl zwischen Gerste, Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen. Nee, okay. Streich die Sonnenblumen. Ich hab, ja. ich hab kein Gebiss. Ach so. Nicht das Gebiss. Manu. Ohne Gebiss geht nicht viel. Meins ist doch dumm betrieben. Ja, ach so. Neueste Generation. Ja, ich glaub's ja. Ui. Oh, Scheiße. Aber hallo. Aber hallo. Aber hallo. Oh, mein Gott. Wenn das jemand sich anguckt, die Folgen, oh je. Ja, das Schlimme ist ja, die laufen ja auf zwei Kanälen. Das ist ja noch das Schlimme daran. Deswegen, ja. Die werden auch noch verbreitet. Oh, Scheiße. So was Schlimmes auch noch. Das sollten wir uns echt überlegen, ob wir das tun. Ja. Ich glaube auch. Let's Plays mit und ohne Niveau. Oh, ja. Achso, ich kann beim Händler des Vertrauens, der kann sich den Dingens zurückholen, ne? Was? Achso, ich kann jetzt auch. Schick. Ich könnte die Sachen jetzt auch einfach über das Kaufmenü reparieren, statt zur Werkstatt zu fahren. Also wer hat denn da eigentlich so elegant die Hundehütte platziert? Ich nicht. Nein, so richtig geil ist das erst, wenn der Hund auf dem Silo rumrennt. Ja gut, das ist... Ja, die steht da so ein bisschen dumm. Ja, in der Tat, sehr dumm, weil irgendwie, ich finde gerade den Trigger nicht.
Ich weiß gerade nicht, müsste der nicht eigentlich irgendwo sein? Oder ich muss näher ran, aber. Hast du die Plane offen? Vorhin brauchte ich die nicht aufmachen, die ist automatisch dafür. So. Ah, okay. Wenn Plane nichts offen, nichts funktioniert, gell? Ja gut, bei Big Pack ging es ohne Plane öffnen und so. Ah, lass mich raten, warte, du bist nicht voll geworden, ne? Nö. Ah, probiert jetzt nochmal. Ah. Ja, jetzt funktioniert. Ja, mit fast 200 Öcken kommst du nicht weit. Ach so. Das ist wohl richtig. Weil ich hatte noch 15.000 übrig, ich hab mir gedacht, oh ja, die kannst du ja schon wieder zurückgeben. Da hat man nur 200. Ach so. So, also, was machen wir denn nun? Mach mal einen Spruch. Ja, mach mal einen Spruch, das ist gut. Was hältst du denn von Rappes? Rappes, ja, kein Problem, gerne. Ist doch eine Option, ja, oder? Das klingt gut. Also, Rappes klingt gut. Nehmen wir. Ach du Sack, der ist ja noch 50er, ne? Der MF? Ja. Du Sack. Und ich quer mich hier mit dem 40er Case rum. Du Sacksau. Ja, du hast mich ja gefragt. hätte ich mal im Mund gehalten. Ja. Hätte ich gesagt, komm, du bist Case-Fahrer, du siehst aus wie so ein klassischer Case-Fahrer. Dann hättest du mich doof angeguckt und gefragt, wie sieht ein klassischer Case-Fahrer aus? Ja, das hätte ich wohl in der Tat. Hätte passieren können, ne? Ja, glaube ich auch. Wo kassiere ich denn im Moment ab für Kartoffeln, Getreidespeicher Ost? Jetzt verrat nicht mal, wo haben wir den Getreidespeicher Ost? Ziemlich weit im Osten. Lass mich raten, am Arsch der Welt. Ja. Aber Halleluja. Setzen wir uns mal einen Marker. Aber Halleluja. 32.000 Liter. Okay. Für einen Preis von 300 schieß mich tot. Ja gut. Aber raus ist der Schuldenfall. Peter Zwegert hilft. Ja. Oder wie hieß der Typ? Ja, glaube, ja, irgendwie so. Boah, Alter, das Handy ist ein besser Vibrator geworden, ne? Siehst du mal? So ein Scheiß, wenn im Moment einer schreibt oder so, dann der ganze Schreibtisch, der vibriert. Ja, da merkst du wenigstens, dass was ankommt. Ja, ja. Also, das kannst du da nicht ignorieren. Also, wenn du das in der Hosentasche hast und ich rufe deine an, dann Halleluja. Ja, ja, als Frau hast du Spaß da. Das willst du auch nur einmal erleben, glaube ich. Ja, kommt drauf an. Ja, gut. Für alle Singles unter euch. Ja. Nein. Scheiße. Ja. Warum? Ja, keine Ahnung. Ach so, das fragst du dich auch. Ja. Gut, dann bin ich nicht alleine. Mama, hilf mir. Umgeben von Bekloppten. Oh, ja, aber hallo. Aber hallo. Ey, bevor ich da oben angekommen bin, ne? Ja, ist die Folge zu Ende. Aber Halleluja. Aber Halleluja. Die Folgen kannst du keinem Mann tun. Nee. Ich tue es trotzdem. Wirklich. Ich tue es trotzdem. Genau. Wird das sonst langweilig? Ja, echt. Kann ja sonst jeder. Ja, echt mal.
Und wir sind ja nicht jeder. Echt, Wäre auch komisch, wenn wohl. Oh ja, das wäre sehr komisch. Aber ich kann euch versprechen, in der nächsten Folge gucken wir uns den MF mal ein bisschen an. Wie er so aussieht. Ja. Weil außer Wiesel hatten ja jetzt auch keiner wirklich gesehen. Und Wiesels. Und Wiesels Zuschauern. Ja. So ist es. Aber meine wollen den bestimmt auch mal sehen. Ja. Aber nur sehen, nicht etwas. Dann ist nicht deine Freundin. Ja. Nur gucken, nichts anfassen, ne? Ja. Oh wei. Oh wie, Marie. Wo bin ich hier? Ja. Ich hab's das Gefühl, der Case, also mit den anderthalb Hängern Kartoffeln, da geht es bergauf schon rapide abwärts, ne? Oh je. Der 1455. Aber rapide, ich kämpfe mich gerade mit 11 km/h einen kleinen Bärsch auf. Schön. Ja. Schönes, nur ich brauche nicht bremsen, um in die Kurve zu kommen. Ja, das glaube ich. Toll. Ich hätte das Zeug schon einfach in der Bahn verladen können. Ja, gut. Toll. Das wäre unter Garantie näher gewesen. Das, ja. Dann gucken wir jetzt noch an, was das an Geld gibt, meine Lieben. Dann ist die Folge schon zu Ende. Oh. Mit kleiner Tendenz zur Überlänge. Ja, was soll's. Richtig. So muss ich. Ich werde dann in der Zwischenzeit auch zurückfahren. Ja, 12.000. Passt. Und damit würde ich nur noch sagen, verkraftet diese Folge irgendwie bis morgen. Verdaut sie. Ich hoffe, wir haben keine psychischen Schäden ausgelöst. Und würde mich damit nur noch verabschieden und sage an dieser Stelle tschüss. Ja, von mir auch noch ein Tschüss. Bis demnächst. Haut rein. Ciao, ciao.